Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kamen drei sehr verrückte Pakete hier an und der DHL-Bote tat mir auch ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen Zuschauerpost auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, ich habe zum einen ein Trash-Paket gemacht mit der lieben Sandra. Das möchte ich euch hier einfach mal zeigen. Genau, was sie mir geschickt hat. Also, ich habe ihr ja auch ein Paket geschickt. Das haben wir uns so ausgesucht voneinander, ne? Dass wir einfach uns Fotos geschickt haben. Und dann hat Sandra das nachher zusammengerechnet und geschaut, wie das so preislich aussieht, dass wir da halt auch fair uns das gegenseitig schicken werden. Und ja, genau. Dann haben wir das irgendwann einfach auf die Reise geschickt. Dann hatte mir die liebe Michelle noch ein Paket geschickt. Da hatte ich ihr letztes Jahr im Dezember, glaube ich, ein Paket fertig gemacht. Da hatte sie mich gefragt, ob ich ihr das ein oder andere schicken könnte aus einem Aussortiert-Video. Das habe ich gemacht und daraufhin hat sie sich dann hingesetzt und ein bisschen was gebastelt für mich tatsächlich. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, Handarbeiten. Ne, ich kann sowas nicht. Und dann habe ich von der lieben Nicole noch ein Paket bekommen und ich weiß gar nicht, was drin ist und ich bin extrem gespannt. Sammy ist auch mit am Start, der wuselt hier schon rum, also scheint in dem ein oder anderen Paket vielleicht was für ihn mit dabei zu sein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und das hier müsste dann auch das Trash-Paket von Sandra sein. Gucken wir mal rein. Okay, hier geht schon mal gut los. Mit Tee, also den trinke ich ja, also aktuell trinke ich ja super viel Tee, ne? Hier haben wir einmal das Paket von der lieben Sandra. Puh, ich mache das auch wirklich jetzt alles mal zusammen in einem Video, auch wenn dann dieses Video vielleicht ein bisschen länger wird. Zuallererst habe ich hier ein Kärtchen, da steht drauf Thank you, also Dankeschön. Liebe Claudia, schön, dass es mit unserem Tausch so gut geklappt hat und jeder seinen Trash in neue Produkte umtauschen konnte. Ich habe dir noch ein paar Kleinigkeiten dazugelegt, unter anderem vom Drogeriemarkt Müller, weil es den, soweit ich weiß, bei euch nicht gibt. Ich hoffe, dass ich dir damit eine kleine Freude machen konnte. Weiter nächste Seite. So geil. Bleib so, wie du bist, weil du einfach eine sympathische, herzensgute und verrückte Nudel bist. Danke. Du hast ja schon mitbekommen, dass auch meine beiden Jungs im Haus, bester Freund und Freund, dich gern mögen und sich immer freuen, wenn ich deine Videos gucke. Ja, haben sie mir letztens auch geschrieben, es ist so scharf. In diesem Sinne, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Trash-Paket. Alles Liebe, Sandra. Dankeschön. Ja, liebe Grüße auch an die beiden Jungs. Ich hoffe, ihr habt ja auch eure Freude. Falls die lieben Jungs übrigens sich dafür interessieren, was ich gerade auf den Augen trage, das ist von Beauty Bay, die New Romantic Palette. Ich weiß nicht, ob ich das Video da schon zu online gestellt habe, dann verlinke ich das hier oben. Falls es noch nicht dort oben erscheinen sollte, kommt es noch online. Sammy ist ganz ungeduldig. Kleiner Mann, ha? Naja, so. Als erstes habe ich etwas Eingepacktes. Da gucken wir uns mal an das, upsala, was hier drin ist, von Cadea Vera, CB. Das ist das von Müller, genau. Ich habe keinen Müller bei mir in der Nähe. Also mir wurde schon mal gesagt, ja, ungefähr eine halbe Stunde von mir entfernt ist wohl ein Müller. Aber der ist halt mitten in der Stadt und da habe ich keinen Bock drauf. Jedenfalls aktuell nicht. Enjoy your day. Wake up Koffeinampulle. Oh ja. Hyaluronsäure, Koffein und Jasminblütenextrakt. Das hört sich nach einer richtigen Claudi-Ampulle an, ne? Mega geil, vielen, vielen Dank. Und dann nochmal von Cadea Vera ein Ingwer-Shot. Sowas trinke ich ja des Öfteren mal hier, das ist eine Limited Edition. Ingwer-Extrakt, Limettensaft und Honig, erfrischend und beruhigend. Okay, hört sich auch spannend an. Wird getestet. Ich plane ja immer noch, ein Ampullenvideo zu machen. Habe ich noch nicht mit begonnen, muss ich noch machen. Da kommen aktuell noch immer mehr hinzu. Also eine von den beiden, ich denke, die Wake-Up-Koffeinampulle wird auch noch mit hinzukommen. Weil ich möchte irgendwie gefühlt von jeder Marke, wo ich Ampullen habe, möchte ich das mit in das Video aufnehmen, ne? Ja gut, das hier wird weiterverwendet. Das ist ja so eine gute Luftpolsterfolientasche. Dann habe ich hier einiges an Tee. King's Crown, Ingwer, Zitrone, Manuka. Oh je, also Ingwer ist wirklich eine interessante Kiste, ne? Das ist super scharf, finde ich. Dann ayurvedische Rezeptur von Kirpa. Und das riecht, boah, das ist krass. Also ganz intensiv. English Tea Shop, White Tea, Premium Collection and Handpicked Teas. Okay. Wird ausprobiert.
im wahrsten Sinne des Wortes. Orientalischer Gewürztee. Ja, das ist nicht so ganz meins. Das ist wahrscheinlich dann auch mit Sternanis und Zimt und so ein Kram. Ne? Das ist nicht ganz meine Welt. Ja, muss ich aber mal gucken. Also getrunken wird es definitiv. Dann English Tea Shop. Green Tea Pomegranate. Also Was ist Pomegranate? Granatapfel? Ich glaube schon, ne? Und grüner Tee. Das ist eher belebend. Und dann habe ich hier ein paar... Uiuiui. Okay, Cadea Vera, Todesmeermaske, Tonerde, Algenextrakt und Todesmeerschlamm, porentief gereinigte Haut. Jetzt kommt er auf die andere Seite. Da sind zwei Stück in diesem Maskensachet-Gedönsen drin. Wird auch ausprobiert, kann ich gut gebrauchen, habe sehr viele Unreinheiten. Es ist nun mal, ne, wenn man, ja... Es ist eine verrückte Zeit. Cadea Vera Feuchtigkeitsmaske, die kann man danach sehr gut tatsächlich machen. Thermalwasser und Hyaluronsäure, entspannte, gepflegte Haut. Das passt. Also das mache ich wirklich super gerne, ne? Dass ich mir erst eine reinigende Maske mache, die wirklich alle Rotzepampe aus den Poren rauszieht. Und danach, wenn ich die abgewaschen habe, mache ich eine Feuchtigkeitsmaske. Tut immer sehr gut. Dann von dir, Dermin, hat sie mir hier Proben reingelegt. Anti-Age-Tagescreme, pflanzliche Wirkstoffe und Hyaluron. Das ist einmal dieses Sachet. Da weiß ich echt nicht, ob ich die behalten werde, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel an Pflege da. Und das meiste, was ich mir ertrashed habe, geht tatsächlich auch im Familien- und Freundeskreis weiter. Weil, ja, also im Prinzip hat sie dann dekorative Kosmetik gegen Pflege oder gegen Produkte getauscht, die halt sehr alltagstauglich sind, um das mal so zu sagen. Ne? Genau, da habe ich dann noch eins von und noch eins. Genau, so. Aber es ist auf jeden Fall für alle eine Win-Win-Situation immer wieder. Simi, guck mal, ein Papier. Wuhu. Willst du mit dem Papier spielen? Er will nur schnüffeln. Okay, ja. Also das nenne ich auch mal gut gefüllt, oder? Wow. Okay, als erstes habe ich hier ein festes Shampoo von Foamy. Das ist vegan, plastikfrei, ja gut. Intensiv aufbauend mit Hibiskus und das ist... Oh, ich mag sowas ja so gerne, ne? Die kann man auch gut verwenden. Die haben meistens auch noch so einen Henkel mit dran, dass du die halt super in der Dusche aufhängen kannst. Ja. Oh, das riecht gut. Ich mag diesen Duft von Hibiskus einfach gerne. Da muss ich halt, wie gesagt, ne? Manche Sachen werden behalten und dann auch von mir verwendet. Manche Sachen gebe ich an meine Familie und meine Freunde weiter. Ja, wobei das alles aktuell eher so über WhatsApp und so. Und dann, was brauchst du? Ich pack dir ein Paket, läuft, weil, ja, man sieht sich ja halt nicht wirklich, ne? Ja. Gestern war mein Papa mal da, da sind wir zusammen spazieren gegangen. Dann habe ich etwas von Wet n Wild, den Graphic Marker Eyeliner. Ja, Bold. Graphic Marker Eyeliner, das ist blau, ne? Airliner Blue, genau. Und das sieht, das sah so witzig aus, wie so ein Filzstift. Der muss ausprobiert werden, da habe ich Bock drauf. Dann habe ich noch ein festes Shampoo, weil ich von so vielen Freunden halt auch schon gefragt worden bin, ne? Kannst du mal ein festes Shampoo mir empfehlen oder so? Und dann kann ich denen jetzt mal was zum Testen auch geben. Von Natural Antica Herboristeria. Das ist für trockenes Haar. Genau. Das ist dieses hier, ist glaube ich mit Olivenöl oder sowas. Irgendwie sowas war das. Mal dran schnuppern. Das ist, genau, das ist halt so ein richtig klassisches, weil das so rund ist, ne? Das ist halt wie so ein richtiges Seifenstück. Ja, riecht angenehm. Also wirklich dezent, zurückhaltend. Ich glaube, ich stelle die Sachen hier oben mal hin. Das macht am meisten Sinn, weil sonst habe ich nachher den Tisch voll. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Dann stehe ich da mit meinem schmalen Hemd, Leute, ne? Sammy weiß gar nicht, wo er hingucken soll. So, dann habe ich hier Diademin Lift Plus Soforteffekt Kapseln. Die habe ich, glaube ich, auch selber schon mal verwendet gehabt und fand die eigentlich ganz gut. Ne? Also das sind halt wirklich so Serumkapseln und genau, die nimmst du dann aus dem Sachet raus und manchmal reichen die sogar für zwei Anwendungen. Ne? Also das ist auch eine ganz gute 7-Tage-Kur. Das ist ganz schön. Dann habe ich hier BB abgeklärt frisches Gesichtswasser mit Aprikosenextrakt und Duft für normale bis Mischhaut. Genau. Ja, das ist ein praktisches Produkt. Eine feste Spülung habe ich auch letztens mal verwendet. Nicht von Isana, sondern von Balea. Das hier ist die Pflegeformel mit Aloe Vera Duft für normales Haar. Da muss ich mal schauen. Vielleicht gefällt mir die besser als von, ich glaube, Balea hatte ich die andere. Die hatte meine Haare ja schon relativ ausgetrocknet, ne? Aber Aloe Vera ist ja eigentlich dafür bekannt, feuchtigkeitsspendend zu sein.
Das riecht so grün, ne? Das ist schon cool. Dann habe ich hier drin Fußwohl, Wohlfühlbalsam, seidig weiche Haut, Arganöl und Cupuaçu-Butter. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Den mochte ich auch gerne. Also von Fußwohl hatte ich auf jeden Fall schon mal ein Fußprodukt. Und das hat mir gut gefallen, weil das schön die Füße gepflegt hat und Feuchtigkeit gespendet hat. Dann habe ich hier eine Handcreme von Freiöl mit drin. Hydrolipid kann man jetzt sehr gut gebrauchen. SOS-Schutz und Glättung für trockene und sensible Haut. Und Freiöl ist halt auch wirklich so eine richtig hautverträgliche Marke. Die kann man einfach jetzt aktuell auch sehr, sehr gut verwenden, weil das nicht so parfümiert ist, dass es nicht so, dass es brennen würde oder sowas. Ne? Das ist sehr angenehm und gerade wenn man jetzt so sehr, sehr trockene, rissige Haut hat, das ist echt gut. Dann von Victoria's Secret Love Spell Cherry Blossom and Peach Fragrance Mist. Das ist ein Body Spray. Fand ich einfach mal super interessant. Ich benutze ja recht wenig Bodysprays. Ich habe aber letztens gehört, dass man sich Bodysprays tatsächlich nicht nur auf den nackigen Körper so geben kann, sondern halt auch theoretisch auf die Kleidung und so. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das eine ganz nice Kiste. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das riecht. Mache ich mal so auf meinen Arm. Das riecht sehr, sehr blumig, aber extrem angenehm. Oh, lecker. Das riecht wirklich gut. Mag ich leiden, Sammy. Und du? Du bestimmt auch, ne? Mit deinem feinen Näschen. Hier habe ich noch ein Parfum drin. Oh, da hat er sich gerade genauso erschrocken wie ich. Tut mir leid, Maus. Ich schieb's auch rüber. Ist okay. Entschuldigung. Hat ihn nicht getroffen, keine Sorge. Das ist auch noch original verpackt. Und zwar Michalski Berlin Eau de Parfum for Woman. 30 Milliliter sind hier enthalten. Es kann sehr gut sein, dass ich das auch mal in eine Verlosung gebe, weil es halt echt noch original verpackt ist und alles, ne? Ist für mich dann auch ganz praktisch tatsächlich. Jetzt hat er sich in Sicherheit gebracht. Hat sich auch gedacht, nee, wenn die Alte hier mit den Sachen rumwirft, dann habe ich keinen Bock drauf. Die habe ich mal leer gemacht. Die hat mir gut gefallen. Fußbutter von Fußwohl für sehr trockene Haut. Und jetzt habe ich halt ein Backup davon. Das ist klasse. Und dann kann ich tatsächlich auch mal schauen, wie die beiden so in Relation zueinander sind. Na, wo bist du denn? Da. Die beiden. Ne? Von Fußwohl. Ich mag sowas gerne. Ich verwende unfassbar gerne Fußpflegeprodukte. Dann habe ich hier von Nivea das tägliche Waschpeeling für Mischhaut. Ja, ich habe keine Mischhaut, deswegen, ne? Könnt ihr euch vorstellen, das wird auf jeden Fall weitergegeben werden. Nivea, eine Bodylotion mit Q10 und Vitamin C für normale Haut und 10 Tage spürbar nach 10 Tagen spürbar straffere Haut und verbesserte Elastizität. Ja, so weit ist ja nie weg, ne? Und ich mag den Nivea-Duft super gerne. Oh, es riecht immer so vertraut, ne? So, hier. Gucci Guilty Perfume Body Lotion, 50 Milliliter. Sowas ist einfach mal ganz nice, wenn man dann am Wochenende duscht, sich abends dann eincremt und dann so ganz edel riecht. Und dann, ne? Mag ich gerne. Dann habe ich hier noch ein Schwämmchen von Real Techniques. Ich liebe Real Techniques Schwämmchen, also ich kann nie genug Schwämmchen haben. Die sind immer mal wieder in der Wäsche, deswegen, ne, ist das immer ganz gut. Oder ich gebe das an eine Freundin mal. Dann habe ich hier einiges an Badezusätzen. Ich habe keine Badewanne, aber ich mache ab und an mal ein Fußbad. Aber auch das eher selten tatsächlich, wenn ich ehrlich sein darf. Sowas gebe ich aber gerne weiter, weil solche Produkte ertrash ich mir halt gerne, weil sie sind halt definitiv neu und original verpackt. Und die kann ich entweder weiter verschenken, weiter verlosen, weiter in irgendwelchen Paketen geben. Und das ist halt für mich sehr praktisch, ne? Bin ich ehrlich. Rote Traube mit Guarana-Extrakt und Uran. Oh, ich hoffe nicht, dass hier Uran drin ist. Oh mein Gott, okay. Und dann von Salt House, totes Meersalz und Öl, Körperpeeling. Genau, das ist halt auch eine ganz praktische Körperanwendung. Salzpeeling ist immer eine interessante Kiste, muss man ein bisschen aufpassen, ne? Dass du dich nicht vorher rasiert hast, sondern danach, weil sonst brennt das wie Feuer. Hatte ich schon mal, war nicht gut. Isana Weihnachtstraum Badesalz mit Erdbeerextrakt. Entspannendes Badesalz mit Granatapfelduft. Das ist schon süß. Wir haben zwar jetzt keine Weihnachtszeit mehr, aber wir haben hier echt ganz schön viel Schnee liegen, deswegen macht das Sinn. Balea Luxury Verwöhnmomente Red Love Badesalz. Anregender magischer Verwöhnduft mit einem Hauch von Kokos und Pfirsich. Ja, ne? Heute bin ich Film, ist der 13.02. Morgen ist Valentinstag. Das ist doch mal passend. So, haben wir den Kram da? Habe ich den Kram hier? Ja, ich habe sehr viel zu... Oh Gott, dieses Video wird richtig lang, Leute.
Ich hoffe, ihr habt euch wirklich was zu essen und zu trinken geholt. Bei uns wird es schwierig. Sante Naturkosmetik. Hyaluron-Anti-Age-Maske mit natürlicher Hyaluronsäure und Braunalge. Ich mag die Sante-Masken. Das ist so ein Zweier-Sachet. Muss bis August diesen Jahres aufgebraucht werden. Da muss ich mich ranhalten. Dann eine Augenmaske. Sowas ist auch nie weg von Rival de Loop. Anti-Aging-Pflege regenerierend mit Omega-3 und Traubenkernöl. Reduziert die Faltentiefe. Das ist so ein Vierer-Sachet. Aber theoretisch kannst du ein Sachet für zwei Anwendungen oder sowas nehmen. Und da kannst du halt gut deine Falten reduzieren. Hatte ich, glaube ich, mal von Isana oder so. Weiß ich nicht. Fand ich eigentlich ganz gut. Oder von Shavens. Ich glaube, die haben auch sowas. Seven Seven, das ist von, von Müller gibt es das, glaube ich. Superfood. Cannabis Sativa Peel-Off Mask. Au. Okay, Calming Stimulating, the perfect solution for imperfections of your skin. Ich persönlich verwende ja keine Peel-Off-Masken mehr, weil ich einfach Angst davor habe und weil es mir einfach wehtut. Aber ich weiß, dass Menschen in meinem Umfeld es gerne verwenden. Zwei Manuka-Honigmasken habe ich mir auch noch ertrashed von China Cosmetics. Das sind so Tuchmasken und Manuka-Honigmasken finde ich extrem gut. Die sind sehr pflegend. Die geben halt, die pflegen nicht nur, sondern die machen halt so, dass kleine Entzündungen auch weggehen oder weil das antiseptisch wirkt auch ein bisschen. Ne? Und ja, haben halt eine gute Wirkung, Feuchtigkeit und so weiter. Dann habe ich hier mir ein bisschen was von Nivea wieder ertrashed. Das kannst du sowohl als Mann als auch als Frau verwenden und das ist halt auch immer praktisch, weil ich weiß zum Beispiel, dass mein Papa die Nivea Q10 Pflegen verwendet. Ne? Mein Papa ist ja definitiv ein Mann. Q10 Power Antifalten und Straffung, 10-mal mehr Keratin, das ist einmal die Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15. Ja, ne, das ist ein Tiegel dann wahrscheinlich hier drin und sowas kann man wirklich, also ja, machst du eigentlich echt nicht viel falsch mit, ne? Nivea ist eine gute Marke, das ist bekannt und beliebt und deswegen läuft das. Das ist auch hübsch, ja, das ist vor allem auch einfach noch neu. Meine Herren, Sandra, du bist verrückt. Zweimal hier die Nachtpflege. Q10 Power Antifalten und Beruhigung für sensible Haut habe ich hier einmal mit drin. Und das hier ist einmal die Q10 Power Antifalten und Straffung für normale Haut. Genau, Nachtpflege. Ne? Genau, 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 genau. Weiter geht die wilde Reise. Was haben wir hier an der Seite? Ja, die brauche ich. Da habe ich gestern tatsächlich auch nachgesucht bei mir im Badezimmer und nichts gefunden. Hätte ich mal das Päckchen aufgemacht hier, ne? Von Nivea, hautverfeinernde Clear-Up-Strips. Die kannst du halt für Kinn, Nase und für die Stirnpartie nehmen. Und genau da habe ich aktuell halt wirklich so Pickel und so ein Kram. Entfernt Mitesser und Unreinheiten. Gründlich und gleichzeitig sanft. Jo. Für strahlend frische und reine Haut kann ich wirklich gut gebrauchen. Auch wenn das für normale und Mischhaut ist. Aber, ne, wenn man halt auch mal so Problemchen hat, da habe ich zwei Stück von jetzt, kann man das auch als trockenes, sensibles Häutchen verwenden. Boah, also das ist ganz schön viel, aber gut. Hammer, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so viel war, Sandra. Ich weiß auch nicht, ich habe den Überblick verloren und das rieche ich immer noch. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche, das riecht super angenehm, das Body Spray. Das ist schon cool. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hier, oh, ist was kaputt. Aber es ist, mal gucken. Malu Wils ist kaputt gegangen. Oje, oje. Bist du wirklich ganz kaputt? Ja. Der Malu Wils Blush ist leider zerbrochen, aber alles gut. Rival de Loop Young Palm Beach, das ist einfach ein Blush, ein Rouge. Und genau, der ist auch hübsch. Hat auch einen Schimmer mit drin, ne? Das sieht sehr, sehr ansprechend aus, sehr zart. Wobei, wenn ich so drüber gehe, fühlt sich das fast schon wie so ein Schimmerlidschatten, der sehr viel Creme mit drin hat, an. Boah, der ist richtig rosa-pink und hat aber noch so ein Shift mit drin. Das sieht schon cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, hätte jetzt auch voll zu meinem Look gepasst, ne? Jo. So. Dann, ja, eine Freundin von mir steht total auf pinke und rosane Lippenprodukte. Deswegen habe ich ihr den auf jeden Fall mit ertrashed. I Heart Revolution Coconut Lip Gloss. Ich glaube, da wird sie voll drauf stehen, ne? Das wird jetzt auch, wie gesagt, zu meinem Look und zu meinem Oberteil passen. Aber das ist für meine Freundin Marie. Die hatte das, erwähnt das immer, wenn ich ihr Pakete packe. Genauso verhält es sich hier mit dem Train It Up Shiny Lippenstift.
Wobei, ich glaube, den hatte ich ja auch schon mal gegeben. Ist der neu? Boah, du bist verrückt, der ist neu. Oh, Wahnsinn, ey. Okay, dann den Nagellack, den fand ich so geil. Und so einen grün habe ich noch nicht bei mir in der Sammlung. Das ist von Essie, die Farbe Weiß Verger. Mega geil, oder? Oh, so ein richtig geiles Apfelgrün. Gefällt mir. Dann habe ich hier von Fix and Rouge Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Das ist ein, kann man wahrscheinlich auch als Primer so ein Stück weit verwenden, würde ich jetzt mal so sagen. Boah, du bist so krass. Das ist auch einfach noch vollkommen neu, ne? Innovative Pore Perfecting Formulation with a Replenishing and Hydrating Matte Effect. Brightening Complex with Vitamins A, C und E helps restore natural radiance. Und so weiter, Hyaluronzone. Das machst du dir auf die T-Zone und auf deine vergrößerten Porenzone und machst es mit den Fingertips und before applying Make-up. Das ist halt wie ein Primer, ne? Mega krass. Fix and Rouge ist eine super pricey Marke. Dann habe ich hier von Revolution den Waterproof Liquid Eyeliner mit drin. Super viele neue Produkte, also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich muss mal kurz den Malowilz-Blush davon entfernen. Eine Nagelfeile, die Anti-Split-File von Essence ist das. Ja, Nagelfeilen gehen auch immer. Und als letztes habe ich hier, der ist so gut, den habe ich auch in meiner Farbe, sage ich jetzt mal, den Born to Glow Concealer von NYX, der ist so gut. Das hier ist jetzt die Farbe. Soft Beige, genau. Finde ich klasse. Also der ist super, super angenehm. Da kann ich nicht verstehen, wie du den weitergeben konntest. Den hast du auch noch keinmal verwendet. Wahrscheinlich hattest du den doppelt. Hier haben wir von Tautropfen Fluidum Bretagne erfrischendes Körperspray mit der Kraft des Meeres. Genau, das ist eine gute Geschichte für den Sommer zum Beispiel. Oder wenn man müde Beine hat oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann haben wir hier noch ein paar Palettchen drin. Und zwar habe ich hier die Crystal Power Blush and Highlighter Palette von Essence. Die war vorletztes Jahr in der LE mit drin. Und das finde ich ja interessant. Wow, ich glaube, geswatcht habe ich die noch nie. Mega. Allein für diesen Moment ist es schon mal perfekt. Interessant übrigens, dass du den Shine Bright am meisten verwendet hast. Der ist wie so ein Topper eigentlich mehr. Oh, okay. Schöne Farben. Also als Blush kann ich mir das definitiv vorstellen, ne? Den Highlighter, da würde ich den Champagnerfarbenen nehmen. Gut, die sind ganz glitzerig. Das wäre dann wahrscheinlich eher weniger was für mich, ne? Aber sehr spektakulär. Dann von PS, das müsste von Primark sein, die Glow Palette. Highlight and Sculpt Cheek Palette, das ist die hier. Ich habe noch nie Produkte von Primark ausprobiert, deswegen fand ich das interessant. Das müsste hier ein Highlighter sein. Ein Blush, der so ein bisschen an den Nars Orgasm erinnert. Das hier ist so ein etwas dunklerer Blush. Und ein sehr peachiger, fast schon ausschließlich goldgelbener, okay, Blush. Schaut so aus. Okay, auf den Blick jetzt, auf den ersten Blick eigentlich ganz nice, ne? Muss ich schon sagen. Sehr extravagant, aber mag ich. Dann nochmal von PS, also auch wieder von Primark, die Highlight and Glow Palette. Die schaut so aus. Ich wollte wirklich einfach mal diese Primark-Produkte ausprobieren, wie die so sind. Das fand ich einfach mal interessant, weil ab und an mal davon geredet wird und unser nächster Primark ist, glaube ich, eine Stunde oder zwei entfernt. Das ist in einem anderen Land, ne? Also wir wohnen ja an der holländischen Grenze und in Holland ist quasi der nächste Primark. Die ist relativ zurückhaltend. Muss ich ausprobieren. Kommen wir zum letzten Päckchen. Und hier haben wir zwei Revolution Paletten. Die hier habe ich schon, aber die ist toll. Boah, ist die noch komplett zu? Ich muss gucken, ob die den Transport überlebt hat. Das ist die Flawless Forever Allure Palette. Das ist so eine, die ist noch komplett heile. Die ist auch komplett neu. Wahnsinn.
Und dann haben wir hier die Unconditional Love von der Flawless Forever Reihe. Wow, die sieht auch echt schön aus. Diese Pinktöne. Das ist ja der Wahnsinn. First Date, Proposal, alter Mann, Platonic, Movie. Natürlich swatcht sie nur die Schimmertöne. Hammer, die sehen schön aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die muss ich ausprobieren. Liebe Sandra, immer wieder gerne. Ne? Dann sammeln wir entsprechend und dann können wir quasi die ungeliebten Produkte der anderen ertauschen. Finde ich einfach schöner und nachhaltiger, als wenn man halt die Produkte wegschmeißt und die andere sich neue Produkte dafür kauft. Ne? So kann man sich einfach auch ein bisschen besser durch diese ganze Make-up-Welt durchtesten. Simi, ich kann dich schlecht streicheln, wenn ich hier überall Swatches habe, ne? Dann kommen wir jetzt mal zu dem Paket von der lieben Nicole. Da bin ich auch extrem gespannt, weil, ja, ich überhaupt nicht weiß, was drin ist. Aber ich glaube, hier ist was für Sammy mit bei, denn so wie der hier schon sitzt. Genieße jeden Augenblick deines Lebens und mach dir nicht zu viele Sorgen, denn von den Gedanken nimmt die Seele ihre Farbe an. Wie süß! Oh, hast du eine schöne Handschrift. Sage, Lütgen, das ist sauber. Okay, da weiß ich gar nicht, ob ich das vorlesen darf. Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist, glaube ich, eher persönlich. Schön, dass es dich gibt. Fühl dich ganz lieb gedrückt, Nicole. Dankeschön, liebe Nicole. Und jetzt sind Sammy und ich sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Aber als erstes etwas für Sammy. Das ist schon mal sehr gut von Vitacraft, die Beefsticks Rustico. Da ist auch ein Zettelchen mit bei. Den gucken wir uns an, Sammy. Das ne? Muss hier alles seine Richtigkeit haben. Etwas Leckeres für Sammy darf natürlich nicht fehlen. Schmackofatz. Seid ihr im Bilde? Ich denke. Sammy, pass mit deinen Pfötchen. Hier haben wir das wunderschöne Rustico. Oh, die riechen schon richtig intensiv hier gerade. Bock? Ja, das Licht blendet ein bisschen. Übrigens ist das eine Beurer Tageslichtlampe, kann ich euch in der Infobox verlinken. Ist natürlich ein Amazon Affiliate Link, ne? Aber die habe ich tatsächlich hier stehen und auch bei mir im Büro. Sehr, sehr schön. Sammy mag die auch sehr gerne. Ihr seht Sammy gar nicht richtig. Also, die sehen dich gar nicht richtig. Wir müssen nach hinten rollen. Ja, ein Hoch auf meine wunderschöne Leggings hier. Gut gemacht. Willst du die ganze Packung? Die schmecken gut, ne? Noch mehr? Sammy, was machen wir eigentlich, wenn die Packung leer ist? So. Ich möchte Fräulchen aber weiter das Papier auspacken, darf ich? Ungern, sag. So, hier sind auch Leckerlis für Frauchen mit dabei, Sandy. Denn das sind so geile Teile. Toffee and Hearts. Haselnuss umhüllt von cremigem Toffee und zarter Schokolade. Das hier sind die alte, habe ich glaube ich im Video mal erwähnt, ne? Alternative Toffeefees von, ich glaube, Lidl. Und die sind tatsächlich besser als die Originalen. Dankeschön. Da wird man gar nicht gucken können, so schnell, wie wir die vernichtet haben werden. Ähnlich verhält es sich hier auch bei den Schokocrossies. Crunchy Salted Caramel. Oh, das sind meine. Die kriegt mein Freund nicht. Das ist auch so geil. Dankeschön. Okay, Sammy, hier ist noch mehr für dich drin. Du wirst es kaum glauben, aber hier ist von Vitacraft Beefstick Hot Dog. Ach, du ahnst es nicht. Ein Hot Dog für Sammy. Der hat ja heute Abend noch kein Frühstück, hat er auch nicht gehabt. Nee, kein Abendbrot gehabt. Okay. Und da drin ist dann eine Wurst, ne? Mhm. Willst du haben? Anlecken. Nicht anlecken, ha? Genau. Wer das erst anleckt. Vielen Dank. Ach, und jetzt lässt es liegen? Ja, das ist halt reichhaltig, ne? Wenn dann noch mehr kommt, dann es muss ja Platz da sein. Dann habe ich hier so ein kleines, gut riechendes Täschchen. Oh mein Gott. Du bist doch wahnsinnig.
Okay. Die hat also vor allem auch überall von Essence hat sie. Oh Mann. Ein Augenbrauenstift. Micro Precise Eyebrow Pencil. Das ist in der Farbe 02 Light Brown. Jetzt mümmelt er dran rum. Ich liebe diesen Augenbrauenstift. Vielleicht gefällt er dir ja auch. Oh, danke schön. Das ist einer zum Hochdrehen. Oh, sehr, sehr präzise tatsächlich. Wohin? Wohin? da. Oh ja, das ist eine tolle Farbe. Die kann ich mir auch gut an mir vorstellen tatsächlich. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Nicole, ey. Oh mein Gott. Dann haben wir hier zwei Mascaren. Und zwar von Eveline. Eveline Cosmetics. Die gibt es bei Cosmetic for Less übrigens. Mit einem Briefchen. Das ist meine absolute Lieblingswimperntusche. Deshalb solltest du sie auch mal probieren. Ja, auf jeden Fall. Und da hat sie mir einmal die in Waterproof und einmal in der quasi normalen Variante mit reingelegt. Die werde ich auf jeden Fall demnächst ausprobieren. Da bin ich gespannt drauf. Wie geil ist bitteschön dieser Nagellack. Oh, geil. Nail Polish von Cien. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Cien auch Nagellacke hat. Das sieht ja geil aus. Das ist so ein Silber-Metallic mit relativ grobem Glitzer. Wir haben heute ja den 13.02. Und theoretisch wäre jetzt aktuell Eiskonfetti geil. Bei uns hier in der Gegend Karneval. Und ja, das passt. Hello, hello. Was, ey? Von Sleek. Glitterfest. Biodegradable Glitter. Gold. Hä? Okay, was ist das? Ein Glitzer? Glitter Goals Achieved with our Glitterfest Biodegradable Glitters. Biodegradable heißt biologisch abbaubar, glaube ich. Ein klein bisschen Glitzer für dich, denn du bist ein Paradiesvogel. Das ist witzig. Ich weiß gerade nicht, was hier Babum gerade gemacht hat. Ich glaube, es war die Alexa. Oder Sammy, hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier von Yuti, das passt jetzt auch, weil ja morgen Valentinstag ist, ne? iPad Mask. Die werde ich mir tatsächlich morgen am Valentinstag drunter machen und dann auf Insta posten und euch allen fröhliche Valentinstage wünschen. Hier haben wir Löffel drin, so Eislöffel. Da du mal erwähnt hast, dass du nicht gern mit den Fingern in Cremetiegel gehst, anbei ein paar Spatel. Geil, das ist ja geil. Und die sehen aus wie Eislöffel. Das finde ich echt cool. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Eine Foundation. Oha, da hoffen wir mal, dass es meine Farbe ist. Light Beige 01. Ja gut, heller geht's nicht, ne? Rival de Loop Natural Lift Make-up. Ich glaube, das habe ich mir sogar aktuell bestellt. bei Rossmann. Aber die Lieferung ist heute nicht eingetroffen. Heute ist ja Samstag. Und bei uns kommt die Post eh zurzeit ganz verrückt, weil wegen ist ja draußen verrücktes Wetter. Und ja, die wird ausprobiert. Vielen Dank. Das finde ich ja cool. Natural Lift, Sammy. Hm? Brauchst du auch ein Natural Lift? Aber du brauchst die Farbe Snow. Die Foundation habe ich empfohlen bekommen und da habe ich sie für dich direkt auch mal mitgenommen. Hoffe, die Farbe stimmt. Jo, mal gucken, ne? Ansonsten nehme ich die halt im Sommer. Und hier ist noch was drin. Rosenliebe, intensive Feuchtigkeit, beliebter Teint, Pfingstrose und Hyaluron. Wie geil, von Isana eine Tuchmaske. Ich glaube, die mache ich mir heute Abend einfach mal. Vielen, vielen Dank. So cool. Echt. Also das haut mich ein wenig von den Socken, Leute. Ja, und dann habe ich hier noch ein Päckchen, was der eigentliche Grund war. Denn sie hatte mir vorher geschrieben, dass sie mir eine Kleinigkeit schicken wollte. Definiere Kleinigkeit, Leute. Ich habe es gesehen und dachte gleich, das könnte was für Claudi sein. Ein Reim. So geil. Ich hoffe, es ist gut. Kenne es selbst nicht. Viel Spaß damit. Okay. Und so schön eingepackt, ne? Da bin ich mal gespannt. Sammy, was ist das? Geil. Das ist richtig, 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 richtig geil. Ja, ihr denkt jetzt, da kommt jetzt, weiß Gott, Beauty-Kram raus, ne?
Nee, da kommt etwas, was die Claudi hardcore feiert, was sie auch schon sehr, sehr häufig sich holen wollte. Und zwar von Sebastian Fitzek, Safe House, Nervenkitzel für unterwegs. Wie geil ist das, bitteschön, das ist das Würfelspiel. Und ich lese ja, oder lese und höre, die Sebastian Fitzek-Romane so unheimlich gerne. Generell Krimis, ne? Auch von Danny Pelletier, die Romane oder die Thriller. Voll mein Ding. Und hier ist tatsächlich ein Würfelspiel dazu und das finde ich richtig geil. Also das werde ich mir schnappen. Ich weiß nicht, kann man das mit 1 bis 4 Spielen? Ach, guck mal, alleine könnte man das theoretisch auch spielen. Finde ich witzig. Dauert ca. 20 Minuten. Ich glaube, das ziehe ich mir mit meinem Freund mal zusammen rein. Vielen, vielen Dank. Das finde ich irre geil. Wie gesagt, stand ich schon öfters vor und ich mag ja gerne sowas, ne? Das ist cool. Oh Mann, dankeschön. Nicole, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, aber ich freue mich wie ein kleines Kind darüber. Da kannst du dir sicher sein. Das ist echt lieb, dankeschön. So, und jetzt kommen wir zu etwas, wo die liebe Michelle mir schon geschrieben hatte, wie man die einzelnen Produkte pflegen kann und so weiter. Hatte mir auch schon so ein paar Spoiler geschrieben. Ich bin extrem gespannt, was jetzt in dem Paket drin ist. Und ja, ich mache es nach und nach auf. Vorsicht, Jenny. Zuallererst habe ich hier ein Kissen und das sieht ja mal richtig cool aus. Ich weiß ernsthaft noch nicht genau, wo ich das hinpacken werde. Handmade with love, das ist ja auch hübsch, ne? Und das hat sie wohl vollkommen selber gemacht. Ich bin immer beeindruckt, dass Menschen sowas können, ne? Ich kann sowas echt nicht. Aber ich finde das sehr, sehr hübsch. Das kann man entweder nehmen, so als Sitzkissen zum Beispiel, ne? Wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, habe ich das halt sehr, sehr häufig, dass mir der Hintern einschläft. Darf man gar nicht so, ne? Aber es ist so. Und da kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass ich das hier dann drunter mache. Und da bei meinem, hier im Homeoffice auf dem Stuhl zum Beispiel, wäre das auch eine gute Geschichte. Entweder als, als Lordosestütze, sprich hinten so im unteren Rücken, ne? Dass man halt quasi gerade sitzt. Oder halt wirklich auch zum Draufsitzen. Mega cool. Vielen, vielen Dank, darf ich nur Sammy nicht in die Hände geben. Weil Sammy mag sowas auch ganz gerne. Um das mal so zu sagen. Hier habe ich ein Beauty-Produkt und zwar Umido. Dermiscare bei LLM. Okay, Handlotion. Hand mit Granatapfelextrakt. Okay, kann man aktuell wirklich gut gebrauchen. Also ich kann es immer wieder nur betonen, wie kaputt meine Hände sind und wie häufig ich sowas auch brauche und verwende. Und ja. Hier habe ich dann noch eine neue Handcreme. Das ist klasse. Vielen Dank. Passt. Okay. Oh nein, wie geil. Das habe ich bei ihr tatsächlich auf dem Kanal gesehen, als sie das gehäkelt hat. Und da habe ich schon gesagt, boah, geil. Leute, ich ziehe das mal eben über, ne? Es ist gewagt, aber ich finde es schick. Also da würde ich mir tatsächlich jetzt nicht ein bauchfreies Top drunter ziehen, so wie ich das jetzt halt anhabe, sondern halt ein komplett weißes, langes, ne? Aber es passt voll gut. Also da hat sie scheinbar sehr gut gewusst, welche Größe sie bei mir nehmen muss. Das ist auch hübsch von den Farben her, ne? Ich mag ja dieses Lila, ich mag diesen, wie das auch vom Ausschnitt her ist. Es ist echt schick. Ne, aber wie ihr seht es hier, ne, da ist es sehr, sehr durchsichtig. Ich kann mir das auch super gut vorstellen, dass ich das im Sommer halt so über einem Bikini oder sowas trage. Gerade ein ganz, ganz anderes Bild, ne? Doch, das mag ich gerne. Und das ist echt schön gearbeitet. Und das muss ich euch auch noch zeigen. Das sieht ja auch cool aus, ne? Dass man hier dieses Schräge hat. Also ich habe quasi auf der linken Seite das ein bisschen länger als auf der rechten Seite. Also ich finde es cool. Ich mag das. Ne? Und es ist echt selber genäht, also selber gehäkelt, selbst gemacht. Ich feiere das. Richtig schön. Also Dankeschön. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dass es vor allem auch so perfekt passt, finde ich gerade extrem krass. Richtig krass. Und jetzt verstehe ich auch, warum du mir zu verschiedenen Teilen auch die Pflegeanleitung geschickt hast. Ne? Ich konnte das gar nicht zuordnen, weil ich wusste gar nicht, dass ich sowas bekomme. Hammer. Die kann ich auch mal eben kurz überziehen. Und zwar sind das Socken. So was, das feiere ich hart, ne? Ohne Witz jetzt, weil ich immer, wenn ich aus der Dusche komme, ziehe ich mir auch immer genau solche Socken an, nachdem ich mir die Füße eingecremt habe. Bin ich mal gespannt. Ich habe ja Größe 41, ne? Das ist bei mir alles ein bisschen anders. Ich ziehe die jetzt über meine normalen Socken drüber. Boah. Das finde ich immer so krass, ne? Wenn du sowas Selbstgemachtes hast und es passt einfach. Voll geil. Ich habe auch selbst gestrickte Socken schon mal von meiner Tante bekommen. Also Michelle, vielen Dank. Da hast du mir jetzt echt Wahnsinn. Also wie viele Stunden man an solchen Produkten sitzt, um die selber herzustellen, ne? Ich bin wirklich baff. Ich
ziehe mir jetzt den anderen Socken auch noch an, übrigens, natürlich. Oh Mann, ey. Finde ich Wahnsinn. Das ist mega geil. Guck mal, wie geil die von unten einfach aussehen. Und ja, das war gerade mein Zeh, der geknackt hat. Hammer. Sammy guckt auch ganz verdutzt. Was macht Frauchen da für eine Verrenkung? Das hier hat so einen kleinen Fun-Fact, weil sie hat mir was von kleinen Männern geschrieben. Und tatsächlich ist Sammy der kleine Mann und, Sammy, und mein Freund ist der große Mann, wenn ich so zu Hause rede. Und da war ich ein bisschen verwirrt, so, hä, warum schickt sie mir zwei Männer? Und sie meinte aber diese hier. Und das finde ich so geil. Denn ihr habt ja auch zur Weihnachtszeit immer wieder bei mir im Hintergrund meine Weihnachtsmänner gesehen. Und die hier werden dazu perfekt passen. Die sind selbst... Also, ich bin baff, dass man sowas machen kann. Guckt euch die mal an. Wie hübsch, ne? Wie unfassbar hübsch. Und da ist wohl Reis drin, hatte sie geschrieben. In dem Bauch. Und dann, ja, stehen die halt, ne? Total geil. Ich mag diese Wichtel. Ich finde die so hübsch. Und das ist ein rosaner. Und das hier ist ein grauer Wichtel. Voll cool. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es ist... So viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Mühe. Danke. Dann hat sie hier noch was eingepackt. Oh, ich bin ein Engel-Fan, Leute. Und sie hat mir ein Engelchen mit reingepackt. Ist das nicht hübsch? Ich glaube, den stelle ich mir hier tatsächlich gegenüber, direkt auf die Fensterbank. Und das ist dann mein Engel, der mich bewacht. Das finde ich so schön. Dankeschön. Denn ich glaube ganz extrem an Engel. Also das ist so, ne, es ist jeder so, wie er meint, ne? Aber das ist halt mein Glaube und das ist, wie ich das halt empfinde. Und ich bin halt der Ansicht, dass es Engel gibt, die einen beschützen. Und dass Menschen, die so aus einem eigenen Umfeld von einem, zum Beispiel bei mir meine Großeltern mütterlicherseits, die irgendwann halt verstorben sind, dass die als Engel halt bei mir sind immer. Und dann mich beschützen, sodass mir halt... entweder schlimme Dinge gar nicht passieren oder nicht allzu schlimme Dinge passieren. Das heißt, dass dann Situationen abgeschwächt werden. Ne? Und das ist meine Überzeugung und da glaube ich so dran. Und deswegen mag ich auch sehr gerne Engel. Ja. Okay, so, dann hat sie mir noch mit reingelegt eine Handcreme von Camille. Das ist von so vielen die Lieblingshandcreme. Finde ich extrem witzig. Die beruhigende Pflege und Schutz für normale Haut, das ist diese hier. Ja, Handcreme kann man jetzt gut gebrauchen. Dann hat sie noch mit reingelegt von Yves Rocher. Es ist, glaube ich, eine Mascara. Wahnsinn. Volume. Interessant. Sehr cool. Eine Yves Rocher Mascara. Damals habe ich sehr viel Yves Rocher immer gehabt und verwendet. Da hatte ich fast nur Yves Rocher Kosmetik tatsächlich zu Hause. Ne? Zu der Zeit, wo man halt immer diese Postwurfsendung hatte und das immer im Briefkasten drin hatte und 5 Milliarden Sachen gratis mit dabei bekommen hat und so. Ich war echt addicted. Und hierzu hat sie mir geschrieben, dass sie mir zweimal den gleichen Lippenstift reingepackt hat und ich einen davon dann quasi weitergeben kann, wenn ich möchte. Ne? Aber, ja. Neck-Lippenstift einfach mal. Du bist total verrückt, ey. Ja, das ist nämlich die Farbe Pink Pearl Pop 217. Finde ich mega. Und das ist halt so ein richtig krasser Wow. Wow-Ton. Aber ich mag sowas. Ne? Zu so einem Look hätte das tatsächlich auch sehr gut gepasst. So als Hammer-Ton, genau. Als sehr harmonisch abschließender Ton. Ich swatch den mal hier. Krass. Der sieht ja geil aus. Aber nicht zu intensiv, ne? Weil das ist halt immer noch dieser Sheen. Das mag ich gerne. Hammer. Vielen, vielen Dank, ihr Verrückten. Echt. Danke Sandra, danke Nicole und auch vielen, vielen Dank an die liebe Michelle. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, also ich habe jetzt hier ein bisschen was, um mich hübsch zu machen, um mich zu pflegen, um Sammy glücklich zu machen, um hübsch auszusehen, um bequem zu liegen, zu sitzen, zu stehen, um zu naschen. Ihr seid wahnsinnig, ihr seid wundervoll und vielen, vielen Dank. Echt, Dankeschön. Ja. Schwierig, sowas dann jetzt einfach als Video zu beenden, Leute. Ich sag euch das. Ja. Okay, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!